Ach, Lukas? Nein. Wenn ich du wäre, würde ich deinen PC aus dem Fenster werfen. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Willkommen zu einer weiteren Runde von Wenn ich du wäre. Und ich habe gerade mit Katja Kratowitsch telefoniert. Blöderweise habe ich das nicht aufgenommen. Lukas? Ja. Katja hat tatsächlich kein Interesse an dir. Schade, Digga. Es ist wirklich, wirklich belastend, aber das ist ja nicht schlimm. Meine lieben Freunde, wir haben lange wieder kein Wenn ich du wäre gespielt. Und Lukas, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz, falls jemand fragt, warum ich geschwitzt bin, ich musste in meiner Folge 100 Liegestütze machen. Ist aber auch und gut. Und ich sag dir eins, wenn du jetzt eine Sportaufgabe gibst, ja. Ich nehme dich. Full auseinander, Digga. Lukas, aber komm, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz... Darf ich der Gast anfangen mit der Aufgabe? Nein, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz eine Instagram-Story posten, dass du jetzt gerne den Leader vom Gomme HD Survival, also von SG Games, Survival Games, ne, gegen dich antreten lassen würdest in einem 1 gegen 1, weil du die letzten 22 Tage nur Survival Games gespielt hast und 32 Kills insgesamt gemacht hast. Insgesamt 32 Kills? Richtig, ja. Ist das nicht übel Scheiße? Ja. Kannst auch @gommeHD einfach da markieren, ne? Ist, glaube ich, okay. Ganz witzig. So, Leute, kurze Ansage an das Gomme-Team. Ich habe echt die letzten locker, den ganzen Monat eigentlich nur Survival Games gezockt und habe locker über 30 Kills insgesamt geschafft. Also, falls Leaderboard Nummer 1 vom Gomme-HD-Server Bock hat, sich zu fetzen, soll er herkommen, Leute. 1 gegen 1, ich bin ready. Das war perfekt. Ist, glaube ich, ein ganz humaner und guter Einstieg. Mann, aussteigen, Digga. Jetzt hier, Lukas, ne? Wo soll ich denn hin? Zum Glück ist da kein fetter roter Marker auf der Karte. Ja, sorry, dass du eine Instagram-Story machen musst, Junge. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt jedes Mal, wenn ich sag, Revi, ja. Dich einmal im Kreis drehen mit deinem Stuhl. Hm? Ich habe gerade kein Wireless-Headset an, also. Ja, da muss es halt aussehen, das ist ja nicht mein Problem. Ne, Revi? Revi! Ah, geil! Lukas? Revi. Bist du gerade. Revi! Ja, mein Gott, ja. Ja, so. Bla, bla, bla. Mein Gott, ja, ich dreh mich jetzt sofort. Ich lass mich jetzt die Kiste noch holen, okay? Also, pass auf, Lukas. Ja, Revi. Du bist ein Arschloch. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt jedes Mal, wenn du Revi sagst, tatsächlich einen Handstand auf deinem Stuhl machen. Auf dem Stuhl? Richtig. Digga, das geht überhaupt nicht. Weiß ich nicht, hat noch nie jemand ausprobiert, glaube ich, ne? Ja, boah, da lege ich mir aufs Maul, verletzt mich. Ja, vor allen Dingen jedes Mal, wenn du halt meine Aufgabe nutzt, also wenn du halt Revi machst, ne, das ist halt das Lustige. Du meinst halt nicht mehr, Digga, ganz einfach. Perfekt, dann haben wir das schon an der Stelle entkräftet. Okay. Wenn ich du wäre, würde ich die ganze Runde ohne zu sprinten spielen. Ist doch legit, Digga, ist doch chillige Fortnite-Runde, oder? Wie mache ich das aus? Bei jedem Verstoß darf ich noch eine Aufgabe mehr geben. Guck mal, ist das Sprinten hier? Nee, ist kein Sprinten. Sehr schön, sind dir denn Gegner? Nö, alles entspannt, aber wir müssen, glaube ich, in die Zone. Würde ich sagen, du, gehen wir direkt los, nicht? Könnte knapp werden für mich, ne? Ja, könnte wirklich knapp werden. Lukas, ganz kurz, wenn ich du wäre, würde ich auf alle Viere jetzt runtergehen und aus dem Napf deiner Katze essen. Hä? Digga, wie unnötig ist das? Hä, warum? Du hast doch sicherlich Hunger, oder? Also, kein Plan. Ich muss schon rasen mit meinem Mund in Madeira, du Junge. Das war lustig, oder? Ja. Ja, okay, ich mach's, mir egal. Dann Video hier. Nee, das ist mein Essen, Mann. Die hab ich verschluckt. Ist lecker, ne? Ja. Arschgeile Nummer. Gut, Lukas, du bist wieder dran. Schaffst du es zur Zone? Oh, bisschen weiter weg, oder? Revi? Ja. In meiner Folge durfte ja eben der liebe Tobi dir ja schon Schellen geben, ne? Oh! Wir wollen ja aber auch nicht unfair gegenüber deinen anderen Mitarbeitern sein, deswegen würde ich den Leo auch mal kurz rufen. Er darf dann auch nochmal zuschlagen, weil wir können ja nicht einen bevorzugen und den anderen nicht. Perfekt. Ich sag dir jetzt eins, Lukas. Als Aufgabe wird zurückkommen, dass du deine Freundin Schellen gibst. Ich sag's dir nur, so wie es ist. Wenn du als Frauenschläger in die Geschichte eingehen möchtest, bitte. Mach. Ich sag's dir nur. Also wenn du Alina dann wirklich ins Gesicht schlägst dreimal. Okay. Also Leo, anrufen. Zack. Und jetzt mal kurz runterkommen, mir mal richtig auf den Arsch schauen. Super, danke. Find's so geil, dass die auch nicht mal mehr Fragen stellen, was überhaupt hier los ist oder so, weißt du? Die wollen auch gar nicht wissen, warum. Die machen das einfach, Digga. Die hinterfragen gar nicht mehr. Ah! Geil. Danke. Dreimal! Ach, dreimal, Leo, sorry. Digga. Ja. Schnell jetzt! Junge, das zählt. Trotzdem mein Arsch erwischt. Aua. Gut, Lukas. Ja. Der zweite war sehr schön, ja, das war sehr geil. Ich würde das gerne vertiefen, die Tage. Hammer. Lukas, dann an der Stelle, wenn ich du wäre, würdest du Katzenstreu essen? Man kann das nicht essen. Aber man kann es in den Mund nehmen. Man kann alles in den Mund nehmen. Das hat mir mal, ist egal, wer mir das gesagt hat. Aha. Du hast es selber schon probiert. Ey, ja, also, Digga, ist das raus? Ja, okay, gut, lassen wir das. Nee, Lukas. ich mach's, ich zieh durch. Digga, Revi, warte auf mich. Warum eigentlich? Bin ich dumm?
Alter. Ich weiß jetzt nicht, ob man mit einem Boot hier unbedingt reinfahren kann, aber man kann es natürlich probieren. Achtung, hier sind Gegner, hier sind Gegner. Ja, du kannst hier rein und ich verkleiden. Hallo, hier sind Gegner! Wie hat der meine Wall bekommen? Hol. Ja, Digga, mit Granaten. Ach, Junge, dieses Game. Oh mein Gott, bist du ein Loser. Ich hab ihn doch gekillt. Leck mich am Arsch, Digga. Leck mich am Arsch! Oh mein Gott, bist du hohl. Du bist wirklich der dümmste Spieler der ganzen Welt. Du bist wirklich so dermaßen dumm, Digga, das gibt du bist es nicht. Dumm. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt ganz kurz deine Freundin anrufen und fragen, ob es in Ordnung ist, wenn du mit deinen Freunden abends ins Bordell gehst. Digga, okay. Das ist ja sowieso so ein Ding, wo du gesagt hast, das möchtest du eh mal ausprobieren. Das habe ich nie gesagt, halt's Maul, Junge. Dann, Lukas, kannst du ja deine Mutter anrufen, der das erklären. Nein. Digga, ich kann, das ist, nein, Digga. Hi, Mama. Versteh dich nicht, hallo. Ja, dann ist deine, dann bist du irgendwo, wo kein Empfang ist. Ich fahre heute Abend nach Köln, wolltest du auch nach Köln? Nee, heute nicht, danke. Aber ich fahre mit zwei paar Freunden in Pascha, das ist so ein Club. Im Puff? Nee, das ist doch kein... Verarschst du mich gerade wieder? Du fährst nein, in Pascha, ja. Das ist ein Hotel. Er schlaft doch. Du willst endlich einen wegstecken. Ich will halt einfach nochmal einen wegstecken. Du bist wieder im Video, ne? Komm. Sag, ich will einen Mann... Also wie immer, ne? Sag es. Da kennst du dich ja schon sag, aus. Sag das. Ja, ich würde da gerne mal was mit einem Mann starten. Ach so, ja weil, mach mal. Ja. Na, ist ja offen für alles, ne? Ja, mega, ja. Ist das cringe? Du blöder Alter, Digga, das kriegt... Mach doch mal ready jetzt! Musst du schon mal irgendwann deine Eltern anrufen? Wegen wenn ich du wäre? Nee, meine Eltern haben auch beide keine Hände, die können gar nicht. Ach so, die haben auch wahrscheinlich kein Handy und... Doch, ein Handy haben die, aber die haben halt keine Hände zum Drangehen. Ja, ja, ist halt das Problem. Madeira-Urlaub hat jetzt leider nicht geklappt, ne? Der Hafen ist dicht gemacht worden und die Flüge wurden gecancelt. So, und das war ja der Plan mit deinen Eltern, du hast ja eingeladen, ne? Ja, richtig. Du willst denen ja jetzt einen neuen Urlaub anbieten. Ja. Wissen die denn schon davon? Nee, warum? Dann schenkst du denen jetzt einfach mal einen Jamaika-Urlaub. Ich weiß nicht, ob du überhaupt Nachrichten okay, sowas schaust. Dubai. Dubai ist nicht. Die wollen nicht nach Dubai. Wir haben uns dagegen entschieden, sogar zu fliegen, Alter. Entweder kommt ihr mit oder ihr lasst es. Das ist so hohl. Das ist so dermaßen dumm. Hallo. Hallo. Ich habe mich anders entschieden. Wir fliegen nach Dubai. Wir fliegen nach Dubai. Ich glaube. Ist klar, tschö. Was willst du jetzt von mir? Ich fliege nicht. Wir fliegen nach Dubai jetzt. Was willst du in Dubai? Gibt's gute Restaurants. Also, Dubai? Dubai. Nein. Dann halt nicht. Okay, tschüss. Junge, ist das scheiße, die hat's voll abgeglaubt, Digga. Die hat's übel geklaut. Nice, Digga. Wir müssen uns das deine Eltern am liebsten. Du! Warum überlebst du? Nach drei! Bis deine Danke ist nicht! Mistgeburt! Dieses Drecksgame! Dieses Drecksgame! Wir spielen Fortnite. Fortnite. Wir gehen jetzt darüber, komm. Ja. Wir gehen jetzt darüber und wir werden einen Menschen töten. Oh, hab ich den Hops genommen mit diesen Dingern? So ein Noob, Alter. Sag doch, bevor du die setzt. Beleb mich. Digga, Revi. Beleb mich. Mach's als Aufgabe. Ich mach nochmal auf ganz klassisch. Revi? Ja. Wenn ich tue, würde ich mir gleich zwei Sachen aus dem Shop kaufen. Guck mal, wie lange wir das schon nicht mehr gemacht haben. Okay, Lukas? Ja. Ich habe eine ganz besondere Aufgabe für dich. Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Und Lukas? Ja, pass auf, jetzt. Ich krieg erstmal zwei Skins, ne? Jetzt kommt's ganz dicke. Lukas? Jetzt kommt's. Wenn ich du wäre, Digga. Du hast ja einen Computer. Also du bist ja gerade daran am Spielen, ne? Mhm. Und der ist dir sicherlich wichtig. Ja, und der Computer ist auch neu und hat über viele tausend Euro gekostet. Ich werde da nichts mitmachen, gar nichts. Null. Doch, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich deinen PC aus dem Fenster werfen. Nichts. Ja, Digga. Kann klar. Soll ich mein Schreibchen hinterher werfen, meine Kamera auch, oder? Bro, du wohnst in wievielten Stock? Im dritten. Ja, okay, gut, das wusste ich nicht. Oh, dein Computer. Oh, auf dem ersten PC geht direkt kaputt, Digga. Nein, muss nicht. Doch. War jetzt die Aufgabe. Werf deinen PC aus dem Fenster. Digga, was du auf deinem PC aus dem Fenster? Meinst du, es ist übertrieben? Nö, ach. Weißt du, wie teuer das ist? Wie teuer ist das? Auf korrekt, mein PC, auf Real Talk, Leute. 8K Minimum. Okay, das ist eine Menge Geld. Digga, ich hab den vor einem Monat neu bekommen. Wahrscheinlich schmeiß ich meinen PC aus dem Fenster. Warum denn nicht? Oder warte, ich soll einen PC aus dem Fenster schmeißen. Ja, dein PC halt. Okay. Dann ist die Aufgabe so fest, genauso wie du gerade gesagt hast. Deinen PC aus dem Fenster werfen. Okay, gut. Du weißt schon, dass ich mehrere PCs habe. Die werden ja trotzdem alle viel Geld gekostet haben. Ja, schon, aber ich habe halt auch noch PCs, die sind einfach schon uralt. Ich habe noch meinen allerersten PC, der gar nicht mehr angeht und absolut frech ist, aber... Ja, Junge, wenn du mir jetzt damit kommst und den Fenster wirfst, Alter. Digga, ich habe für 8000 Euro einen PC aus dem Fenster schmeißen, Alter. Ja, gut, das ist schon ein bisschen überzogen. Ja, das ist einfach nur... Ja, komm, cringe it in, Hauptsache du schmeißt irgendwas aus dem Fenster, deine Nachbarn gucken dumm. Ganz ehrlich, Digga, ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass du jetzt tatsächlich hingehst und deinen wirklichen PC aus dem Fenster wirfst. Wirfst? Gut, du bist wieder dran. Ja.
Ich überleg mir irgendwas krass ab nächste Folge, Digga. Ich werde das nicht mehr mit dir machen. Ich mach das ab jetzt mit Standardskill. Übertreibst halt immer Standardskill. So dermaßen. Wenn ich jetzt mal so überlege, der ist safe noch ein paar hundert Euro wert. Und die muss ich jetzt rausschmeißen und danach ist der PC kaputt. Ich sag mal so, Lukas, ja? Wer den anderen in die Grube reinfasst, der hält die Fresse. Rebi, wenn du, würde ich jetzt die ganze Folge nichts mehr sagen. Ist es okay, wenn ich ein bisschen Werbung für meinen Instagram-Account mache? Ja? Cool. Deswegen, Leute, lasst doch sehr gerne auch mal ein Abo auf meinem Instagram-Profil @revinstagram. Einfach mal ein Abo reindrücken, das würde mich sehr, sehr freuen. Oh, ich habe keine Mats mehr. Komm runter. Ey, du darfst nicht reden! Danke dafür, Digga. Danke dafür. Ja, ich werde getötet. Perfekt. Was ist aus diesem Spiel geworden? Du dämlicher Bot. Ich bin runtergefallen und du hast abgebaut. War ich nicht. Das waren die Gegner, die dich runtergeschossen haben. Deine Zehen sind zusammengewachsen. Deine Eltern sind Geschwister und haben zusammengewachsene Augenbrauen. Ich bin hier raus. Auf Wiedersehen. Schmeiß deinen gottverdammten PC aus dem Fenster und verschwinde. Leute, das war unsere Runde. Wenn ich du wäre, auf Wiedersehen. Tschüss. Das ist so unnötig, Alter. Das ist so unnötig. Junge, ich schwör's hier hin. Nee, Digga, mal da einfach runter. Das ist safe, komplett verrückt, oder? Kaum. Das sieht man noch. Aber die Festplatten klappen bestimmt noch, oder? Egal, mach Kamera aus, so unnötig.